So, hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu GTA San Andreas Staffel 1 Remastered. Und heute geht es weiter mit dem zweiten Mythos namens Pixie. Pixie ist nämlich der zweite Mythos, den ich damals gemacht habe nach The Ring. Und heute werden wir mal ein bisschen mehr darüber reden, weil mir aufgefallen ist, dass ich bei dem zweiten Mythos nicht so viele Informationen über Pixie so herausgegeben habe, wie es eigentlich sein sollte. Das Einzige, was ich da gesagt habe, ist nur, dass Pixie aus dem Spiel Manhunt stammt. Mehr habe ich nicht gesagt. Also nochmal diesen Charakter nochmal ein bisschen zu unterstreichen, erzähle ich jetzt mal ein bisschen was über Pixie, bevor wir in diesen Mythos hier komplett ins Spiel reinjumpen. Erstmal stellt sich natürlich die Frage, wer ist eigentlich Pixie? Oder warum heißt er Pixie, ne? Pixie ist ein Mensch, ja, es ist kein Schweinezombie oder so, es ist auch kein Schwein oder so. Es ist tatsächlich ein Mensch, der eine Schweinemaske aufhat und sein Körper ist halt schon ein bisschen so, sagen wir mal, nicht mehr so gepflegt. Und er trägt halt konstant diese Schweinemaske. Es ist halt unbekannt, ob er diese Schweinemaske freiwillig trägt oder ob das bei ihm so angenäht wurde. Auf jeden Fall trägt er diese Schweinemaske. Und in dem Spiel Manhunt ist er ja einer der stärksten Antagonisten, den man dort bekämpfen muss. Und laut meinen Recherchen handelt es sich hierbei um einen, sagen wir mal, einen Mann mittleren Alters. Und er hat das komplette, also er benimmt sich halt null wie ein Mensch. Der hat halt komplett die Verbindung zur Realität verloren. Und denkt halt wirklich von sich selber aus, dass er ein Schwein ist und er nichts anderes machen kann, als nur Leute umzubringen. Umbringen tut er tatsächlich mit seiner Lieblingswaffe, nämlich der Kettensäge. Also wenn man das so beschreiben würde, ist Pixie eher so ein... er ist mental nicht mehr so stabil unterwegs und er benimmt sich eher... sowohl tierisch als auch ziemlich so kindisch, als ob er so keine echte Kindheit gehabt hat oder einfach nur eingesperrt wurde und für so welche Sachen halt festgehalten wurde. Er kann halt nur ein paar Wörter äußern, aber er kann nicht ganze Sätze formulieren, das will ich damit sagen. Und er grunzt halt sehr oft, weil er halt denkt, dass er ein Schwein ist. Und Pixie zeigt wirklich überhaupt null Gnade. Der schlachtet wirklich jeden ab, der ihm zu nahe kommt oder der über den Weg läuft. Ne? Er tötet jeden ohne Wenn und Aber. Sei es Freunde, sei es diese eigenen Soldaten dort, die bei Manhunt auch sind. Er tötet wirklich jeden. Es ist auch tatsächlich bekannt, dass Pixie sogar der Star war von Stark Weather. Und er wurde ziemlich oft in seinen Filmen und so benutzt als Superstar halt, ne, von den ganzen Filmen und so. Und es wird halt auch vermutet, dass er schon wirklich über Hunderte von Menschen schon getötet und abgeschlachtet hat. Und das ist ja noch nicht mal das Schlimmste, was er gemacht hat. Er ist auch noch gleichzeitig ein Kannibale. Das heißt, er tötet die Menschen und isst die dann, weil er sonst nichts zu essen bekommt. Also die Leute, die er in den Film getötet hat, die hat er dann dementsprechend auch gefressen, aber das wird dann nicht in den Videos gezeigt, in den Filmen, sondern es ist halt so ein Nebenfakt, sagen wir es mal so. Und nachdem seine letzte Vorstellung gemacht wurde, nämlich Pixie's Greatest Hits oder und auch Pixie's Bloopers, danach wurden die Filme eingestellt und Pixie wurde dann auf dem Dachboden von Stark Weather's Mansion eingesperrt. Die Wachen von dem von Stark Weather Typen heißen Cerberus Guards, also Wachen halt, ne? Und die haben ihn dann jedes Mal halt immer mit Leichen und so gefüttert, damit er halt nicht stirbt, weil er ja der Star Performer ist, ne? Und selbst die Leute waren schon ziemlich angewidert vom Anblick von diesem etwas halt.
Es wird auch vermutet, dass Pixie der... Also, er war ja der Star-Performer und so. Und er war ja damals der eigentliche Protagonist von den ganzen Filmen und so, die Starkweather und so gemacht hat. Seine ganzen Snuff-Filme und so, ne? Und dann, als er James Earl Cash entdeckt hat, hat er sich so gedacht, so, yo, wir brauchen Pixie nicht mehr und so. Sperrt den mal auf den Dachboden ein. James Earl Cash ist jetzt der neue Cold-Blooded Killer. Das Ganze spielt ja auch in Casa City ab. Und warum Starkweather auch den Protagonisten für seine Shows geändert hat, liegt auch daran, dass Pixie halt sehr unkontrolliert ist. Also Starkweather konnte ihn nicht so kontrollieren, wie er es haben wollte. Und der Direktor, also der Starkweather-Typ, ne, der dachte sich so, yo, wie geil wäre es eigentlich, wenn wir Pixie und James Earl Cash gegeneinander kämpfen lassen, so quasi als Finale von der Show, um quasi so einen Final Showdown zu haben, wer der bessere Killer ist und so. Deswegen haben die dann Pixie dann freien Lauf gelassen. Pixie hat dann auch die Cerberus Guards dann quasi auch umgebracht mitten auf dem Weg. Und James Earl Cash und Pixie haben sich dann ein 1v1 gebettelt, so halt, ne? Und Pixie ist dann schlussendlich am Ende gestorben und James Earl Cash hat gewonnen und der Direktor ist instant gestorben. Bam. Also auf jeden Fall ist Pixie ein ziemlich gestörter Charakter. Und jetzt wisst ihr ein bisschen mehr über Pixie Bescheid. Und jetzt zeige ich euch mal in GTA San Andreas, wo Pixie angeblich auftauchen soll und was es noch so für Easter Eggs gibt. So, es gibt nämlich einen Main-Spot in GTA San Andreas, wo Pixie angeblich auftauchen soll und den Spieler angreifen soll und töten soll auch, ne? Das ist nämlich dieser Ort, wo ich jetzt hier gerade bin. Ich zeige euch jetzt mal kurz auf der Karte, wo ich mich befinde. Das ist nämlich hier beim Mount Chiliad, nämlich nordöstlich ungefähr bei so einer grünen Landschaft hier. Das befindet sich hier unterhalb von San Fierro natürlich. Und das hier ist quasi der Main Spot für Pixie, wo er auftauchen soll. Aber wir wissen ja mittlerweile ja schon besser, dass Pixie nicht auftauchen wird, weil es nur ein weil es nur durch Mods herbeigeführt werden kann. Und das würde auch generell keinen Sinn ergeben, dass Pixie hier auftaucht, weil erstens, warum sollte er in der Nähe von San Fierro bei Mount Chiliad sein? Und zweitens, Casa City ist, klar, okay, Casa City ist im gleichen Universum wie San Andreas oder Liberty City und sowas halt, ne? Klar, es ist im gleichen Universum, aber es ergibt nämlich null Sinn, dass Pixie, so wirklich Pixie selbst, hier auftauchen soll, weil er zu dem Zeitpunkt entweder in Casa City ist und gefangen ist oder noch ein normales Leben führt oder schon gefangen ist und die ganzen Snuff-Filme für den Direktor dort macht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob GTA San Andreas vor den Events von Manhunt spielt. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen glubschi-glubschi gemacht und ich habe herausgefunden, dass die Events von Casa City im Jahre 2003 stattfinden und GTA San Andreas spielt ja dementsprechend im Jahr 1992, was 11 Jahre vor den Geschehnissen von Manhunt sind. Und da es sich ja um einen Mann mittleren Alters handelt, ne, so müsste dann dementsprechend Pixie jetzt zu dem Zeitpunkt hier schon 20 sein, so 20, 21, 20, 23, so um den Dreh. Das heißt, er kann schon, so wie er jetzt in Manhunt ist, kann er nicht in GTA San Andreas logischerweise so auftauchen, sondern nur durch Modifikation. Und das ist hier quasi der Main Spot, wo er auftauchen soll. Ja, ich weiß, ich habe schon in anderen Videos auch mir andere Locations habe ich auch gezeigt, wo er auftauchen soll, aber wir wissen ja schon besser heutzutage, dass Pixie bei den anderen Stellen nicht auftauchen wird, weil hier zum Beispiel ein verfickter kleiner fucking fuck auftaucht.
Hier taucht Pixie nämlich nicht auf. Das ist ja auch eines der beliebtesten Stellen gewesen, wo Pixie auftauchen soll. Aber das ist eher so die Location, wo der Yeti sein soll, halt, ne? So, dann haben wir noch die Location hier beim Mount Chiliad Cabin. Und hier taucht Pixie dementsprechend auch nicht auf, weil wir ja wissen, dass durch die ganzen Mythvideos, die ich gemacht habe, dass hier so der Main Spot für die Mount Chiliad Screams ist und für Freddy Krüger zum Beispiel. Und dass hier das Pixie hier auch nicht auftauchen sollte. Und über Shady Creeks und Back of Beyond und so möchte ich jetzt auch nicht großartig anfangen zu sprechen, weil es ja die Location von verschiedenen Mythen sind wie Bigfoot, Woods Creature, Ghost Curse, Slenderman, Jason Voorhees und noch andere Charaktere, die hier auftauchen sollen, ne? Auf jeden Fall wollte ich damit sagen, dass dieser Spot hier so der Main Spot ist von Pixie, wo er auftauchen soll. Und durch diverse Modifikationen kann man ihn hierauf beschwören. Es ist ja nicht so, als ob ich schon oft genug gegen ihn gekämpft hätte. Jetzt reicht's mir langsam, Alter. Verdient. Durch diverse Modifikationen wissen wir ja, dass hier Pixie auftauchen soll. Und wir haben ihn ja schon in öfteren Mythvideos schon bekämpft. Oder eher gesagt in Myth-Mod-Hunter-Dinger, ne? Aber meine lieben Leute, das ist aber noch nicht alles, was ich euch zeigen wollte. Ich wollte ja noch mal kurz ein Easter Egg zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das. Bei dem Video habe ich das, glaube ich, gar nicht gezeigt. Aber man findet nämlich ein Easter Egg bezüglich Manhunt, bezüglich Pixie und so, nämlich in Zeros Laden. Wenn wir jetzt mal dort reingehen und ein bisschen mal die Augen aufreißen, finden wir nämlich was Schönes, nämlich dass der gute alte Vasitor hier bei Zeros arbeitet. Ja, ihr habt richtig entdeckt. Das ist meine neue Arbeitsstelle. So, das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist, weil wenn man sich die Sachen ein bisschen genauer anguckt, bemerken wir hier zum Beispiel Manhunt, auch von Rockstar Games, und dass hier ein Actionfigur von James Earl Cash zu sehen ist. Und wenn wir mal ein bisschen weiter umschauen, bemerken wir hier zum Beispiel, dass es auch eine Actionfigur von Pixie gibt und so. Und hier sehen wir nochmal von GTA Vice City eine Actionfigur von Tommy Vercetti. Und ja, das ist nämlich so ein kleines Easter Egg, was sich Rockstar Games hier so erlaubt hat, einfach mal so reinzupacken, ne? Aber finde ich not bad und so, ne? Und ja, damit möchte ich mal jetzt mal kurz abschließend sagen, das war's dann auch schon mal hier von dem Pixie-Mythos hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es euch haben die mehreren, also die genaueren Informationen jetzt auch mehr geholfen, was das jetzt genau für eine Kreatur ist und so. Und schreibt mal dementsprechend eure Meinung mal in die Kommentare. Was sagt ihr dazu? Und ja, damit würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns dann nächste Woche Freitag zum nächsten Mythen wieder. Bis dann, Leute, haut rein. Euer Vasitor Digi und Leute, immer schön Ehre haben.